Und schon wieder zurück bei The Whispered World. Wir stehen vor einer Tür. Mehr als die Tür ist auch nicht da. Die beiden Steinbrüder, die hier gerne die Weltherrschaft an sich reißen würden, die sind auch noch da. Ansonsten aber nicht mehr viel. Wir gucken einfach mal, warte mal. Hier gibt's wirklich nur noch diese Tür. Alles klar. Und hier soll Shana wohnen? Wie soll denn das möglich sein? Tja, willkommen zu Hause. Na, so wird das aber nichts. Was hat er gemacht? Er hat versucht, die Hütte auf dem normalen Weg zu betreten. So ein Grünschnabel. Ja, Entschuldigung, mir wäre jetzt kein anderer Weg bekannt. Die Tür eben wieder zu. Aber vielleicht hat er Informationen, wenn er schon sagt, auf dem normalen Weg. Hallo, ihr zwei. Ingo, sieh nur, der Clown ist wieder da. Du kannst mir ja viel erzählen. Zurück zu eurem Plan. Du hast doch niemandem davon erzählt, oder? Ich habe geschwiegen wie ein Stein. Ich warne dich, Grünschnabel. Mach dich nicht über uns lustig, oder du wirst unseren Zorn zu spüren bekommen. Was wollt ihr machen? Nicht zu Tode rollen? Lasst uns nicht streiten. Wir müssen uns auf den Plan konzentrieren. Und nur zur Information. Ich bin kein Grünschnabel. Wir werden sehen. Und ob wir das werden. Bestimmt denkt er sogar, dass Shana ein mystisches Schlangenwesen ist. Aber Ralf, Shana ist doch ein mystisches Schlangenwesen. Unsinn. Shana ist natürlich ein Vogel. Du irrst dich. Möglich. Mich würde aber interessieren, was unser Grünschnabel denkt. Also, wer ist Shana? Ich würde jetzt mal drauf tippen, dass sie ein Vogel ist. Shana ist ein Vogel. Denkst du das also? Interessant. Stell ihm die zweite Frage. Ja. Da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Wie viele Augen haben mehr Augen? Das ist leicht. Es sind natürlich 9. Du bist ein Trottel, Ingo. Mehr Augen haben natürlich nicht 9, sondern 11 Augen. Die Antwort ist 9. Ich bleibe dabei. Nein, es sind 11. Unser grünschnabeliger Freund wird das auch gleich bestätigen. Also, wie viele Augen hat ein Meerauge? 11. Das ist deine Antwort? Du hast ihn doch gehört. Stell ihm die dritte Frage. Schon gut, drängel nicht so. Die Frage lautet, wo wohnt Kalida? Ich weiß es, ich weiß es. Sie wohnt in der Mitte des Sees. Quatsch, Kalida wohnt in einer Höhle. Meinst du? Was ich meine, ist irrelevant. Der Clown soll die Frage beantworten. Also, wo wohnt Kalida? Ich vermute mal, mit Kalida ist die Spinne gemeint, die Höhle. In einer Höhle. Ha, du bist ja doch ein Grünschnabel. Ich wusste es immer. Hä? Okay, irgendwas war falsch. Bis später. Du weißt ja, wo du uns findest. Wir sind Steine. Wir laufen schon nicht weg. Wo wohnt Kalida? Wir können hier auch nirgendwo hingehen, oder? Nee. Verschlossen, war ja klar. Also von innen ist verschlossen, von außen nicht. Und hier soll Shana wohnen? Wie soll denn das möglich sein? Ach. Oh. Huch. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Wie ist das möglich? Shana? Das sieht ein bisschen gespenstig aus hier. Von innen musst... Achso, wir sind quasi von der falschen Seite. Wir sind quasi rausgegangen beim ersten Mal. Deswegen... Aha. Wir mussten sie von außen öffnen und dann von innen... ihr wisst, was ich meine. Was sind das bloß alles für Zettel? Hier aufzuräumen wäre eine Lebensaufgabe. Und ich habe schon eine. Es würde ewig dauern, bis ich sie alle gelesen habe. Es würde ewig... Jetzt ist gut, wenn man römische Ziffern kennt. Eine Uhr. Kann ich damit irgendwas machen? Ich kann nichts tun. Nö.
Ich kann tatsächlich nichts mit der Uhr machen. Na gut, ich lasse ihn mal gerade in Ruhe. Nicht, dass wir da irgendwas anstellen, was wir noch nicht tun sollten. Hier ist ein Zettel runtergefallen. Es würde ewig dauern, bis ich sie alle gelesen habe. Kann ich den denn mitnehmen? Hier aufzuräumen wäre... Und ich hab... Der Herbstwald ist auf dem Globus nicht einmal eingezeichnet. Corona ist weit entfernt. Nein, danke. Es fühlt sich auch so schon an, als würde ich die ganze Last der Welt auf meinen Schultern tragen. Boah. Shana scheint nicht zu Hause zu sein. Ich mache lieber keinen Unfug mit Shanas Sessel. Am Ende orakelt sie mir noch die Blaupocken an den Hals. Aber was können wir denn dann hier drin machen? Es würde ewig... Was können wir hier drin? Ich glaube, die Uhr ist aktuell unser einziger Anhaltspunkt hier drin. Warte mal. Huch, Es gibt nur einen... Sehe ich das richtig? Es gibt nur einen Minutenzeiger. Es gibt nur einen Minutenzeiger. Wir haben noch zum Glück eine Geräte mit dabei, die wir vielleicht... Ja, sieh mal einer an. Dafür ist die Geräte gut. Jetzt ist nur die Frage, wie viel Uhr. Ich meine, wir können das jetzt austesten mit jeder Uhrzeit, die uns irgendwie denkbar erscheint. Ziffernblatt. Stundenzeiger. Knopf. Ich glaube, wir brauchen einen Hinweis auf die Uhr. Die Zettel bringen nichts. Die Zettel bringen nichts. Auf dem Sessel war ja auch nichts, ne? Shana scheint nicht zu... Ja. Kann ich denn wiederkommen? Oder ist dann die Tür zu? So. Bing, da hat irgendwas gebingt. Was war das? Hallo, ihr zwei. Ingo, sieh nur, der Clown ist wieder da. Du kannst mir ja viel erzählen. Ich war in Shanas Hütte, aber sie war nicht da. Wieso? Wie spät ist es denn? Keine Ahnung. Was tut denn das überhaupt zur Sache? Was das zur Sache tut, fragt er. So ein Grünschnabel. Ach, Ralf. Woher soll er das denn auch wissen? Woher soll ich was wissen? Shana ist ein Orakel, ein magisches Wesen aus einer anderen Welt. Man trifft sie nur zu bestimmten Zeiten an. Um 12:30? Quatsch, doch nicht um 12:30, du Idiot. Aber irgendwas passierte doch um 12:30. Nichts passiert um 12:30. Um 12:30 bekommt man höchstens mal einen ersten kleinen Hinweis darauf, wann Shana auftauchen könnte. Und wann taucht sie jetzt auf? Um das herauszufinden, wartest du besser, bis es 12:30 ist, oder? Ich hasse euch. Ich hasse euch. Bis später. Ja. Du weißt, ja, wo du uns findest. Wir sind Steine. Wir laufen schon nicht weg. Alles klar. Wir versuchen 12:30 und drücken den Knopf. Okay, ich glaube, das Bing ist einfach immer, wenn man zwischen den Welten reist. 12:30. 12:30. So, das wäre dann, hier wäre es schon richtig. Den Minutenzeiger müsste man... So, hatte ich erwähnt, dass es in letzter Zeit immer, wenn ich aufnehme, an der Tür klingelt? Es ist ganz furchtbar. Ja, 12:30, wir haben einen Hinweis bekommen. Hier leuchtet plötzlich auf diese Zettel das Licht. Das Licht fällt genau auf diesen Zettel hier. Kann das Zufall sein? Stimmt nicht. Das Licht fällt genau auf diesen Zettel hier. Da steht eine kurze Nachricht drauf. Einem schlafenden Riesen einen Gefallen tun. Hä? Was soll denn das heißen? Einem schlafenden Riesen einen Gefallen tun. Ein schlafender Riese. Da fällt mir spontan nur unser Zugtier zu Hause ein. Aber das kann es ja eigentlich nicht sein, weil damit hat Shana ja eigentlich nichts zu tun. Vielleicht wissen die Steine mehr.
Hallo, ihr zwei. Ingo, sieh nur, der Clown ist wieder da. Du kannst mir ja viel erzählen. Wann kann man Shana noch gleich antreffen? Jedenfalls nicht um 12:30. Richtig? Richtig. Und was passiert um 12:30? So ungeduldig. Warte doch, bis es 12:30 ist. Typisch Beinwesen. Können einfach nicht ihre Beine stillhalten. Bis später. Du weißt ja, wo du uns findest. Wir sind Steine. Wir laufen schon nicht weg. Also die können uns nichts dazu sagen, einem schlafenden Riesen einen Gefallen tun. Wie gesagt, schlafender Riese, entweder irgendwas, was wir bisher noch nicht gesehen haben, wobei entweder die Spinne oder ja, der einzige schlafende Riese, der mir wirklich einfällt, ist unser Zugtier. Das ist der einzige schlafende, den ich sowieso überhaupt hier jemals kennengelernt habe. Okay, pass auf, wir gehen mal zurück. Wir gucken mal, ob wir mit ihm eine Option haben. Schläft da auch schon unser Riese? Bruno schläft fast den ganzen Tag. Nachts muss er unsere Wohnwagen durch dunkle Wälder ziehen. Ich wette, er hat nie Albträume. Andererseits, vielleicht ist auch diese Welt hier sein Albtraum. Ich glaube, der schläft einfach den Schlaf der Gerechten. Lass Bruno in Ruhe. Im Gegensatz zu dir hat er seine Arbeit für heute schon erledigt. Wenn ich die nochmal angucke, falle ich nur wieder um, oder? Ich habe beschlossen, sie zu ignorieren. Eine gute Idee. Gut, vielleicht wissen die ja ein bisschen was. Vielleicht kann ich den Opa fragen, was ich mit Bruno machen soll. Hallo, Opa. Ach, hallo, Ben. Drückt dir der Hut immer noch? Sag mal, Opa, du hast doch viel erlebt. Ha, das will ich meinen. Frag mich ruhig so viel, wie du nur tragen kannst. Was weißt du über die Chaski? Oh, die Chaski. Als ich noch ein Bengel war wie du, da wollte ich auch unbedingt ein Chaski werden. Ich will kein Chaski werden. Die Chaski sind Boten des Königs. Mutige Abenteurer, die sich durch ihr Geschick und ihren Mut auszeichnen. Ihre herausragendste Eigenschaft ist, dass sie immer eine positive Einstellung bewahren. Ganz egal, wie aussichtslos ihre Lage auch sein mag. Sie sind also das genaue Gegenteil von dir, Sedwick. Danke, Ben. Sehr hilfreich. Ich denke, das hat auch so jeder mitbekommen. Ja, aber ich dachte, ich sage es einfach nochmal laut. Lass dich nicht ärgern. Du wirst sicher ein guter Chaski. Ich will gar kein Chaski sein. Und Ben hat recht. Ich wäre auch kaum qualifiziert für den Job. Sei nicht so hart zu dir. Jeder kann sich ändern. Ich will mich nicht ändern, okay? Du solltest es versuchen. Es kann nur besser werden. Boah, das ist so fies. Der Ben ist so fies. Ich kann ihn überhaupt nicht mehr leiden, so. Was weißt du über Corona? Ah, Corona. Die königliche Residenz, das Zentrum der Welt. Ich war schon sehr lange nicht mehr da. Es ist ein wundervoller Ort, wie aus einem Märchen. Das Schloss steht majestätisch auf einem Hügel. Die orangenen Dächer funkeln im güldenen Licht. Der Hügel wird umringt von kleinen Dörfern und saftigen grünen Wiesen. Im Himmel jagen sich die Feuerdrachen und Schafe hüpfen im Schatten der Bäume. Die Wolken sind rosa und alle Menschen lächeln. Die Kinder, die am Wegesrand spielen, die schöne Bäuerin, die Enten zum Fluss treibt und selbst dein Kutscher, der dir zuruft. Von dem Tabak aus der Kiste dort sollten sie aber nicht so viel rauchen. Ach, ja, das waren Zeiten. Ich frage mich, wie es heute da aussieht. Man erzählt sich, das Ende stehe kurz bevor.
Was weißt du über die Asgil? Ich kenne nur Gerüchte über die Asgil. Fest steht, dass es sich um eine boshafte Horde aus abscheulichen Monstern handelt. Sie wohnen im Untergrund, in Höhlen und in tiefen Schluchten. Sie hassen das Sonnenlicht. Ihr Anführer heißt Luko. Er ist ein kaltblütiger Feldherr. Man erzählt sich, dass er dem König den Krieg erklärt hat. Aber das kann auch nur Geschwätz sein. Das ist alles nur Geschwätz. Mach dem Kleinen doch keine Angst. Die Asgil sind nichts weiter als ein Schauermärchen. Na und? Meine ganze Ehe war ein Schauermärchen und daraus ist immerhin euer Vater hervorgegangen. Wenn ich es recht bedenke, eure Großmutter könnte auch ein Asgil gewesen sein. Kaltherzig genug war sie. Und der Name Gilsa ist sogar ein Anagramm. Wenn man die Buchstaben anders sortiert, dann heißt es Asgil. Aber Opa, Oma hieß doch gar nicht Gilsa. Sie hieß Ilsa. Und warum habe ich mir dann Gilsa auf den Hintern tätowieren lassen? Ich nehme an, du hattest zu viel getrunken. Ach, stimmt. Nüchtern wäre ich bestimmt nie auf die Idee gekommen, einen Tätowierladen zu heiraten. Wo sich mir die Frage auftut, wo sind denn die Eltern der beiden? Sagt dir der Name Shana etwas? Shana. Shana. Vor langer Zeit wurde mir die Legende von einem Orakel erzählt, dass ihr irgendwo im Herbstwald leben soll. Und ich glaube, ihr Name war tatsächlich... Sag mal, gehst du etwa? Entschuldigung, red weiter. Du wirkst etwas desinteressiert. Ja, na gut. Mal sehen. Orakel, Herbstwald. Ach ja, und ihr Name war Shana. Und das war schon die ganze Geschichte. Im Groben. Hat es dir weitergeholfen? Geht so. Um ehrlich zu sein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Weißt du was? Ich schlage es einfach selber nach. Ja, sicher ist sicher. Ich wirke zwar noch immer sehr klar im Kopf, aber manchmal geraten mir doch hier und da ein paar Details durcheinander. Nun bis gut. Später. Kopf hoch, Ben. Opa konnte uns zumindest ein bisschen was über die Asgil und das Königreich Corona erzählen, aber... Hallo, Ben. Worum geht's denn diesmal? Weißt du etwas über eine gewisse Shana? Shana? Nie gehört. Wer soll das sein? Nicht so wichtig. Wie alles, was dich beschäftigt. Oh, dieser Ben. Am Ufer hat ein Kampf stattgefunden. Hast du etwas davon mitbekommen? Ein Kampf? So ein Unfug. Wir sind hier sehr weit weg von Corona. In dieser Gegend gibt es keine Kämpfe. Aber... Zügle deine Fantasie. Ich habe keine Zeit für deine Hirngespinste. Hast du das Erdbeben bemerkt? Und ob. Mir sind alle Bälle runtergefallen. Ich hoffe, dass sowas nicht während einer Aufführung passiert. Und was, wenn die Beben bedeuten, dass die Welt auseinanderfällt? Oder dass der Himmel auf die Erde stürzt? Während einer Aufführung? Das wäre eine Katastrophe. Haha. Mir machst du nichts vor. Du hast genauso Angst vor dem Ende wie alle anderen. Ich bin Atheist. Ich habe niemals Angst. Du willst mir wirklich weismachen, dass du niemals Angst hast? Genau, niemals. Ich glaube ihm nicht. Auch nicht vor Schlangen? Schlangen? Puh, die haben ja nicht einmal Krallen. Dafür haben sie giftige Zähne und Würgemuskeln, mit denen sie dir die Wirbelsäule zerquetschen können. Gib's auf. Die Sache mit den Zähnen ist sicher nicht zu unterschätzen. Aber ich habe keine Angst vor Schlangen. Auch nicht vor Tigern? Tiger? Puh, die haben ja nur einen einzigen Kopf. Dafür sind sie schnell und stark. Sie packen dich mit ihren rasiermesserscharfen Klauen und zerfleischen dich mit Zähnen, die so groß sind wie Krummsäbel. Gib's auf. Die Zähne und die Klauen sind vielleicht ganz respekteinflößend, aber ich habe keine Angst vor Tigern. Oh, warte mal. Fragen wir gerade seine Ängste ab, weil wir später was zusammenbauen, mit dem wir ihm Angst machen? Weil wir haben ja schon Klauen. Auch nicht vor Spinnen? Spinnen? Puh! Die haben ja nicht einmal scharfe Zähne. Dafür sind sie giftig und schnell. Es gibt Arten, die krabbeln dir in den Mund und legen ihre Eier unter deine Augenlider. Gib's auf. Ich habe keine Angst vor Spinnen. Auch nicht vor den Asgil? Asgil? Was soll denn das sein? Die Asgil sind grauenvolle Monster mit scharfen Krallen. Krallen? Ja, ihre Krallen sind so scharf, dass sie dir in Sekunden die Haut vom Leib schälen können. Und noch?
Sie haben spitze Stacheln. Stacheln? Ja, mit ihren pfeilartigen Giftstacheln können sie ihre Gegner aufspießen. Manche Aski lassen die Leichen ihrer Gegner zum Schmuck einfach auf dem Rücken stecken, bis sie vermodert sind. Puh, langsam formt sich ein Gesamtbild. Das Schlimmste aber sind ihre scharfen Zähne. Zähne? Ja, mit ihrem schrecklichen Biss können sie deinen Hals innerhalb weniger Sekunden durchbeißen. Der Kiefer ist so stark, dass nicht einmal die stärksten Knochen ein Hindernis für sie sind. Oh, diese Askiel scheinen tatsächlich keine angenehmen Zeitgenossen zu sein. Angst habe ich aber trotzdem nicht vor ihnen. Du willst mir wirklich weismachen, dass du niemals Angst hast? Genau, niemals. Ich glaube, wir... Warte mal. Askiel, was soll denn da... So, die Asgil, er hat ja gesagt, ne? Krallen hat er Angst vor. Die Asgil sind grauen. Krallen? Ja, ihre Krallen. Und noch? Dann, zwei Köpfe. Sie haben zwei Köpfe. Zwei Köpfe? Ja, und beide Köpfe verfügen über einen giftigen Atem, der die Beute lähmt. Und während der eine Kopf sich dann über deine wehrlosen Gliedmaßen hermacht, lacht der andere sein schallendes, keckerndes Lachen. Langsam formt sich ein Gesamtbild. Und dann haben sie auch noch die scharfen Zähne. Das Schlimmste aber sind ihre scharfen Zähne. Zähne? Ja, mit ihrem schrecklichen Biss können sie deinen Hals innerhalb weniger Sekunden durchbeißen. Der Kiefer ist so stark, dass nicht einmal die stärksten Knochen ein Hindernis für sie sind. Oh, diese Askiel scheinen wirklich schreckliche Kreaturen zu sein. Ich muss zugeben, dass ich denen lieber nicht im Dunkeln begegnen würde. Ja gut, wir haben das... Aber ich bis weiß später. Nicht. Ja, bis bald. Ja, wir und denk dran, immer lachen. Immerhin bist du ein Clown. Wir wissen jetzt, wir brauchen definitiv etwas mit scharfen Krallen, mit zwei Köpfen mindestens. Und sie müssen scharfe Zähne haben. Und dann können wir ihm damit Angst einjagen. Krallen haben wir schon mal vom Bären. Jetzt sind wir aber noch immer nicht weitergekommen mit unserem Zugtier hier. Das ist immer noch die Frage. Ich gehe mal gerade ganz kurz. Mir kam nämlich eben noch die Idee, ob nicht eventuell am See, ob da nicht vielleicht etwas aufgetaucht ist. Nee, sieht nicht so aus. Das Wasser sieht ausgesprochen trübe aus. Halt nein, das ist nur mein Spiegelbild. Die Insel scheint, aber sie ist zu... Die Insel scheint bewohnt zu sein, das heißt... Ja, aber von wem? Wir haben bisher noch keinen Askiel getroffen. Können wir vielleicht an der Höhle nochmal irgendwas machen? So, hier beim Opfern, da weiß ich ja mittlerweile, dass wir diese seltsame Frucht opfern müssen. Aber wir haben ja jetzt ein Messer mit dabei. Und mit dem Messer wäre meine Idee, kann man eventuell hier das Netz durchschneiden. Mal sehen. Nein, das Netz ist zu stark. Auf diese Weise komme ich hier nicht durch. Ich will nicht wissen, was das für eine Spinne ist, wenn das Netz zu stark für ein Messer ist. Puh, das... Oh, mit den Bomben vielleicht? Die Idee ist nicht schlecht, aber ich habe Angst, die Höhle zum Einsturz zu bringen. Vielleicht sollte ich mir doch lieber etwas weniger Explosives überlegen. Das mag wohl richtig sein. Sonst habe ich gerade nichts dabei, was irgendwie... Nee. Oh, hier, Zähne. Moment, Zähne? Klauen? Und zwei Köpfe. Und sobald wir das Harz haben, glaube ich, können wir irgendwas basteln. Er hat ja schon den Hinweis darauf gegeben, dass wir irgendwas zusammen basteln können. Insofern liegt der Gedanke hoffentlich nicht allzu fern. Jetzt bin ich aber trotzdem ein bisschen ratlos. Wie können wir... Was war denn nochmal? Warte mal. Wie können wir unserem Zugtier helfen? Bruno schnarcht, ich wette. Andererseits. Bruno? Schade, er schläft. Er ist der Einzige in der Familie, der mir zuhört. Okay, warte mal. Wir haben doch. Warte. Wir haben doch. Was sollte man denn eigentlich mit ihm machen? Das wäre jetzt die Frage. Wir sollten Bruno waschen. Ich wasche meine Hände später. Irgendwie habe ich die Vermutung, dass ich sie mir heute noch öfter schmutzig machen muss. Habe ich... Ich könnte den Eimer... Wenn ich den Eimer mitnehme, dann habe ich... Obwohl, das ist kein geeignetes Gefäß für Harz. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben auch das Tuch nicht mehr.
Womit sollte ich Bruno waschen? Ich werde mir Gedanken darüber machen. Und in der nächsten Folge werden wir dann herausfinden, zu welchen Schlüssen diese Gedanken geführt haben. Jetzt sage ich aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal, bis gleich. Tschüss.